Ja. Tja, wo könnte noch das fünfte Bruchstück sein? Oder aber das fünfte Bruchstück ist tatsächlich bei unseren Feinden vielleicht irgendwo. In irgendeinem. Das wäre natürlich auch irgendwie möglich, dass das fünfte Bruchstück im Besitz unserer Feinde ist. Und wir das dann tatsächlich von dem letzten Bösen irgendwie, weiß ich nicht, looten können. Auch eine Theorie, oder? Ja, mal gucken. Wir reiten jetzt erstmal hier hoch und müssen gleich irgendwo links abbiegen. Nach dem Fluss einfach und dann hier rein und dann gehen wir da einmal durch den Wald, glaube ich, und gucken uns das von da auch mal an. Aber ich glaube, das ist auch eine Kräuterhexe. Ja. Samopesh ansonsten ja wirklich ein Dorf, was man irgendwie nicht, wo man nicht groß was reißen kann. Hier haben wir einmal nach dem beim Wirt nach Bier gefragt, der hat aber nichts für uns und dann war es das auch schon wieder. Ja, lass uns mal hier irgendwie, warte mal, wo ist denn das jetzt? Was ist jetzt hier unten? Wald runter? Da geht's aufs Feld. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns irgendwo hier durchs Gebüsch schlagen. Da ist ein kleiner Weg. Ich sehe es doch. Lass uns mal. So, wir stellen Pepp jetzt mal hier hin und laufen mal zu Fuß. Den Weg. Aber ich bin mir sicher, hier lebt. Das sieht doch schon so märchenhaft, märchenwaldmäßig aus hier, oder? Das ist doch garantiert irgendeine Kräuterfrau hier. Das wird wahrscheinlich keine Schmiede sein. Pilze! Meine Güte, gibt's hier viele Pilze. Was ist das denn für ein Zauberwald hier? Da ist die Hütte auf jeden Fall. Kräuterkundler. Ja, vielleicht hat er ja noch 58 Tränke für uns. Wir fragen sie mal, die Kräuterkundlerin. Oh nein, was ist denn mit ihrem Topf passiert? Die kann ja nicht mal was essen. Eine Sense hat sie hier. Das sieht auch schon mal immer sehr verwunschen aus in diesen Kräuterhändler-Hexen, die mal so im Wald leben, ne? Naja, gut. Wir sprechen sie mal an. Sei mit dir, werter Herr Ritter. Kann ich behilflich sein? Ja, ich brauche 58 Hahnenschreitränke. Was hatten die so dabei? Gräser und Kräuter. Ach du Heiliger, die hat aber auch unfassbar viele, ja, viele Sachen dabei, ne? Also nicht nur die Dings, sondern auch Bücher. Fertigkeitenbuch zum Thema Kräuterkunde. Rezept für Gift, Rezept für Katerbier. Wer sich dem Dämon Alkohol gegeben hat, möge hiervon trinken, auf dass dieser Trank das Übel aus seinem Leibe austreiben und seinen Magen und Kopf Frieden schenken möge. Ich glaube, das kaufen wir mal. Konservierungsmittel, das ist auch krass. Essen länger, frischen Wein, Liebestrank. Krass. Puppenmachertrank. Ach, spannend. Rezept für Salbe. Strauchdiebtrunk. Trank des Verderbens. Das hätten wir mal gebraucht, als wir irgendwie in das eine Lager infiltrieren müssen. Da hätten wir das wahrscheinlich irgendwie ins Wasser packen können oder sowas. Auch spannend mit dem Wasser der Lethe. Wermutgeist. Ah, Ringeblume. Okay, also einige Sachen dabei, die ich ganz spannend finde. Rezept für Gift auch interessant. Jetzt irgendwie nicht mehr so wie. Guck mal, Hahnschreitränke gibt's sogar. brauchten wir die? Ich weiß es gar nicht. Waren das die, dass sie nicht schlafen? Ja, ne? Ja. Drei Stück. Das sind aber nur fünf dann insgesamt. Das bringt uns auch nicht weiter. Guck mal, kann sogar Katerbier kaufen hier. Ist das unter Nahrung? Ja. Okay. Ja, interessant. Wir kaufen uns das auch einmal nochmal, das Katerbier, oder? Komm, das machen wir. Warte mal. Wo ist denn das?
Da, einmal Katerbier bitte. Ja. Hä? Hab ich das nicht gekauft? Ich will aber nichts verkaufen. Ja, warte mal, das habe ich nicht wahr. Ich möchte das eine doch kaufen. Warte mal, hä? Ich habe das doch in den Warenkorb gepackt. Ach, ich bin bei Sonstiges. Ja klar, aber das will ich nicht verkaufen. Warum muss ich dreimal Minze verkaufen? Warum ist das denn da drin? Komisch. Na egal. Auf jeden Fall Handel abschließen. So, Ruf verbessert. Kann man mit der noch irgendwie anders reden? Nee, ne? Mit der kann man nur handeln. Okay, dann haben wir das Katerbier-Rezept. Das können wir dann einmal lesen. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, sie hat auch keine Bruchstücke. Wir können hier nichts machen. So, haben wir noch irgendwo einen Schmied auf der Karte, den wir nicht entdeckt haben? Wo könnte denn noch ein Schmied sein? Also was... Das sind alles zerstörte Städte hier oben. Hier passiert einfach... Also in Scarlet ist ja eigentlich nichts mehr. Da ist noch irgendwie was. Restdorf, weiß ich nicht. Da sind die Minen und die Minenarbeiter. Kann natürlich wirklich sein, dass es irgendwo ist, wo wir... Waldgarten, auch spannend. Wo wir einfach noch nicht waren. Na gut, dann einmal nach Merhu jetzt. Da ist ein Kampfplatz, aber hier ist auch kein... Kein Schmied. So. Wo ist denn jetzt unser Pferd? Da, in die Richtung. Ach stimmt, wir haben es ja hier außerhalb gelassen. Übrigens echt ein schöner Weg hier. Hat was. So richtig. Richtig idyllisch hier mit den ganzen Pilzen. Hat wirklich sowas wie so ein Märchenwald hier, finde ich. Gut, dann gehen wir einmal zu dem Steinbruch. Da soll ja angeblich dann das nächste Bruchstück sein. Ja. Das wäre dann Nummer 3. Ich sage mal so. Wenn wir herausfinden, wo Nummer 5 ist. Und wir jetzt die beiden irgendwie relativ easy bekommen können. Ja. Weil wir sie abkaufen können, weil wir irgendwas tun können dafür. Oder was auch immer. Dann wäre ich versucht, mir noch zu überlegen, ob wir das fünfte tatsächlich vielleicht doch irgendwie klauen. Dann müssen wir Taschendiebstahl lernen. Oder wir müssen den wieder irgendwie nach dem Betrieb umhauen. Wir müssen irgendwie das ein bisschen klüger angehen als die letzten Male. Das darf uns dabei keiner sehen und so weiter. Aber dann müssen wir halt wirklich, dann müsste sich das wirklich lohnen. Im Sinne dessen, dass wir halt genau wissen, wo die fehlenden Stücke sind. Damit wir wirklich auch das nicht umsonst machen. Das wäre praktisch nichts, wenn wir den dann irgendwie um die Ecke bringen und dann haben wir halt 4 Stücke. Oder wenn wir da irgendwie ein Risiko eingehen, dann haben wir 4 Stücke, dann kommen wir aber auch noch nicht weiter. Das lohnt sich dann halt wirklich nur, wenn wir alle Stücke wissen, zumindest orten können. Da ist sie. Die Burg, die wir gedenken zu stürmen. Wenn der Triborg mal irgendwann fertig ist. Da braucht es. Oh. Ja, fährt es gut. Beruhige dich. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der hier ist, der Schmied. Muss irgendwo hier hinten sein. Da wahrscheinlich, da wo der Unterstand ist, das sieht nach einem Schmiedeofen aus. Das sieht stark nach einem Schmied aus. Na gut, fragen wir den mal. Ist hier auch ein Schmied da anwesend oder bist du der Schmied?
Nö. Aber wenn der Schmied nicht da ist, ne? Wo ist denn der? Wir sind doch hier bei dem Schmied. Ist gerade hier Mittag. Ah, toll, der Wächter setzt sich natürlich genau dahin. Du bist ja toll. Der hat ja auch eine Kiste. Zwei Kisten. Eine sehr schwer, eine leicht. Wahrscheinlich ist einer von den beiden das Bruchstück. Und lass mich raten, es ist bestimmt nicht in dem Teil, was leicht zu knacken ist. Wo ist der Schmied? Kann ja nicht weg sein. Ist es denn schon zu spät? 13 Uhr. Mittagsstunde wahrscheinlich. Ich guck mal da hinten im Lager, ob der da irgendwo ist. Also hier im Steinbruch ist er logischerweise nicht. Der irgendwo pennt. Ich meine, die haben ja hier auch Unterkünfte. Kann sein, dass der hier irgendwo Mittagspause macht. Wer ist denn hier? Wer sitzt denn hier? Ist das der Schmied? Der sieht so schmiedemäßig aus. Rupert, der könnte doch Schmied sein. Ich will dich belohnen. Würden die Leute weiterhin das Märchen mit dem minderwertigen Gestein glauben, müsste ich dicht machen. Er will mich belohnen. Aber stammte es gar nicht aus deinem Steinbruch. Tja, das hätte keine Rolle gespielt. Worte richten manchmal mehr Schaden an als ein Streitkolben. Hier, deine Belohnung. Alles Gute. Ja, was haben wir jetzt bekommen? Hallo? Haben wir irgendwas Cooles bekommen? Ein Bruchstück der Königin zufällig? Nein. Buchseiten. Aber 5 Stück schon. Und der Speck ist auch nicht mehr so relativ gut. Tja, was auch immer wir bekommen haben. Es erschließt sich nicht, was es war. Aber Rupert arbeitet im Steinbruch, nicht beim Schmied. Hier ist auch kein Schmied. Wollen wir mal irgendwie so ein bisschen vorspulen, so ein, zwei Stündchen? Und dann gucken wir mal, ob hier immer noch eine Wache rumsitzt oder ob der Schmied dann zurück ist. Aber jetzt können wir natürlich nichts klauen, wenn der hier sitzt. Aber es kann natürlich auch sein, dass hier gar kein Schmied kommt, dass es hier einfach immer so ist, wie es hier ist. Und dass der einfach gar nicht da ist oder was auch immer. Komm, wir spielen mal ein Stündchen oder zwei vor, so bis 16, 17 Uhr. Und gucken, ob der Schmied dann wieder da ist. Und dann verbringen wir mal die Nacht oben dann in dem anderen Lager. Und schauen wir, ob am nächsten Tag der Tribok fertig ist. Ob wir dann vielleicht sogar in Richtung Schlacht gehen können. Einen wunderschönen guten Abend, Keck. Wie geht's dir? Schön, dass du einschaltest. Naja, also hier ist kein Schmied. Und der sitzt immer noch hier. Ja gut, dann kommt ja auch keiner mehr. Der eine arbeitet zumindest mal wieder am Steinbruch. Vielleicht hat es den Schmied auch irgendwann mal erwischt, dass es jetzt den gar nicht mehr gibt oder so. Na gut, okay, also hier regnet's. Komm, wir gehen mal hoch. Wir gehen mal hoch in das andere Lager. Ja. Und guck mal, was unser Tribok hier macht. Komm schon. Guten Tag. So. Ach, guck mal an, hier wird aber schon kräftig gebaut. Schau mal an hier. Das sieht doch schon fast fertig aus. Mal gucken, was sagt er denn hier? Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Bist du denn wieder einigermaßen fit, Keck? Du warst doch irgendwie angeschlagen. Mach's gut. Der hat auch gar nichts.
Und was sagt hier unser guter Dorfbewohner? Der singt. Und nicht aufhören! Ich wollte doch gerade tanzen dazu, Manu. Oh, der singt auch. Die haben singen alle hier. So, was sagt denn hier unser Konrad Kaiser hier, Küser? Gut, gut. Er wollte mich umbringen. Ja, das wissen wir. Das wissen wir. Ich dachte, gute Pekka-Geschichte. Ja. Dort liegt er. Ja. Du hast ihn laufen lassen und gesagt, ich hätte nichts zu befürchten. Ja. Geh mir aus den Augen, hörst du? Er hätte mich töten können, um Gottes Willen. Hat aber nicht. Ach, immer diese Drama. Dieses Drama hier. Mann, Mann, Mann. Ja gut, aber ansonsten sieht das hier auch relativ lehrreich aus hier in dem Lager, ne? Muss man ja sagen. Wer baut hier seinen... Mir war langweilig, ich wollte mich beschäftigen und ja, jetzt habe ich mich am Fuß verletzt. Du hast aber auch das Pech an dir kleben, Keck, oder? Du solltest weniger aktiv sein und mehr unsere Streams gucken, dann kann dir nichts passieren. Und schönen guten Abend, Goji. Schön, dass du reinschaust. Ach, das ist doch Mist hier mit den Bruchstücken. Ich habe da... Wir können natürlich da unten einbrechen bei dem Steinbruch, aber irgendwie ist das uncool. Vor allem, wenn die blöde Wache da mal davor sitzt. Und auch Knormann, einen wunderschönen guten Abend. Na, was ist denn hier los? Sind wir auf dem Postamt hier? Schön, dass ihr alle da seid. Wie geht's euch allen? Hattet ihr alle einen schönen Mittwoch? So, was sagt jetzt unser Essen? Ja, zeitentechnisch müssten wir ja noch nicht schlafen, ne? Können wir noch irgendwas hier in der Nähe von Thalberg machen? Gibt's noch irgendwelche unerforschten Orte? Hier ist noch eine Kräuterhexe. Da oben ist noch irgendwas... Keine Ahnung, wir haben sicherlich noch ganz viele Orte, die wir nicht entdeckt haben. Und natürlich könnte irgendwo eine Schmiede sein, aber das ist natürlich echt die Suche im Heuhaufen. Oder die Nadel im Heuhaufen, die wir da suchen. Und wir haben, ich habe vor allem, und das muss ich auch dazu sagen, das hat mich so ein bisschen gespoilert, in Steam die Errungenschaft bekommen, dass ich alle Dörfer entdeckt habe. Das heißt, es gibt de facto auch kein weiteres Dorf mehr, was wir übersehen haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie so ein Weg... Es gibt da... Also was natürlich sein könnte, dass es irgendwelche Wegehändler gibt, die so ein Stück abgegriffen haben. Dass es so Händler gibt, die so random unterwegs sind. Dass die irgendwie ein Bruchstück haben. Aber das wäre natürlich dann auch irgendwie Glückssache. Na, wie läuft's? Full House hier. Ja, ist doch ein bisschen was los. Ja, mir geht's auch gut. Soweit. Arbeit ist anstrengend, aber sonst alles passt alles. Und Koji war mit Kumpels essen. Ah ja, richtig, das hast du erzählt. Was gab's denn heute? Genau. Knormann fragt auch, was gab's denn? Mexikanisch. Na dann, halte die Decke heute Nacht bei dir. Könnte ja ein bisschen lauter werden, ne? Tacos, Wraps... Quesadillas, ne, wie heißen die anderen? Oh Gott. Ja, Burritos. Gut, also, Bruchstücke abgehakt. Ich weiß einfach nicht, wo es ist. Wir können natürlich jetzt nochmal dieses blöde letzte Stück hier versuchen, irgendwie zu klauen, aber das ist auch so random, weil wir eigentlich nicht wissen, ob es da ist. Und dann einfach irgendwie so in dieses, in das Lager einbrechen und beim Schmied da aus der Truhe was klauen, so auf Verdacht, da könnte was sein, ist irgendwie auch Quatsch. Und selbst wenn, es wäre ja nur Bruchstück. Ja, also das Bier vor allem, Knormann, und nicht die Krankheit. Vor allem haben wir dann immer nur drei. Das vierte ist hier, dann fehlt uns immer noch das fünfte. Also, das ist auch völliger Quatsch, das da zu klauen. Gut, pass auf. Wir werden nochmal Schönheitsschlaf halten. Und dann gucken wir mal, dass der Tribok irgendwie fertig wird. Ich bin ja mal gespannt, ob das funktioniert. Ne, der Tribok wird dann ja wahrscheinlich von hier direkt auf die Burg und auf das Tor. Das wird auch eine epische Szene, ich sag's euch. Da kann ich mir richtig gut vorstellen. So, das ist doch bestimmt hier wieder das Lager, wo wir nicht schlafen dürfen. Weil wir hier Ärger kriegen. Wenn wir uns irgendwo random hinlegen, ne?
Liegt der hier eigentlich immer noch, der eine, den wir hier umgenietet haben? Nee, ne, der ist nicht mehr hier. Ach, übrigens auch noch ganz witzig. Den Kommentar kann ich vielleicht auch noch erzählen. Einer bei YouTube hat kommentiert, weil wir das letzte Mal Probleme hatten, hier überhaupt einen Schlafplatz zu finden, weil egal, wo wir uns hingelegt haben, wir wurden ja immer verscheucht. Einfach den ganzen Dorfbewohner den Hahnenschrei dran geben. Den Dorfbewohner, den wir echt wachen. Hier, dann schlafen die ja nicht mehr. Dann haben wir alle Betten für uns. Haben bloß keine 60 Tränke. Aber ansonsten eine sehr, sehr witzige Idee. Na gut. Dann, pass auf, dann legen wir uns hier schlafen und gucken mal. Guck mal, hier schlafen auch wirklich alle, ne? Die pennen hier wirklich alle einen weg, ne? Na gut, wir haben auch nicht viel, was jetzt gerade los ist, ne? So, komm, schlafen. Bis zum nächsten Tag. So. Na, siehst du, wir werden schon wieder verdrängt hier. Irgendjemand will immer genau unser Bett haben, ne? Das ist jedes Mal so. Das ist ein bisschen nervig. Vor allem gibt es so viele Betten, die könnten sich hier überall hinlegen. Und nein, die wollen auch nicht immer genau da, wo wir schlafen, das Bett haben. Das ist doch auch irgendwie geskriptet, hey, oder so. Raus aus dem Bett! Du hast hier nichts zu suchen! Ja, natürlich habe ich hier was zu suchen. Mir auch egal. Ich gehe ins anderes Bett. Kannst mir gar nichts. So. Ach komm, das ist wirklich ätzend, dass man hier jedes Mal vertrieben wird. Das ist so nervig. Also das ist auch wirklich auch ein Punkt, den ich da ein bisschen schade. Vor allem ist hier auch niemand. Man wird einfach aus dem Bett geworfen und dann kommt irgendwo in 20, 200 Metern jemand angelaufen und sagt, ja, hier, das ist mein Bett. So. Ja, Kuji, du hast ganz viele Kanalpunkte. Dann viel Spaß beim Ausgeben. Wir können ja mal... Ich glaube tatsächlich, unser eigentliches Bett war ja mal in diesem Lager. Deshalb wurde uns ja weggeklaut. Und in dem Lager können wir anscheinend auch nicht schlafen. Angriff! So, Koji, genau. Die sitzen hier auch einfach alle. Schläft ja nicht mal jemand. Ja, gut. Hier ist doch auch noch dieses herrschaftliche Zelt. Ne, wem gehört denn das hier? Wenn wir uns da einfach reinlegen... Können wir sogar schlafen und speichern. Hier gibt's anscheinend. Vielleicht können wir einfach hier schlafen, im herrschaftlichen Bett. Ach, guck mal, das funktioniert. Sieht sie wohl. Im guten Bett, wo nicht die Bediensteten schlafen, können wir schlafen. So, komm, lass den Triborg jetzt fertig sein, bitte. Noch ein Tag. Noch ein Tag überstehen, wäre doch irgendwie doof. Komm, jetzt irgendwie, jetzt Triborg fertig. Jetzt. Ich weiß auch gar nicht, warum wir hier schlafen dürfen. Das ist ja nicht unser Zelt eigentlich, ne? Wir können uns hier auf den Thron setzen, das ist natürlich auch cool. Das finde ich natürlich auch genial. Oh, wie viele Truhen hier sind. Hier kann man bestimmt ganz viel Zeug klauen. Aber ich befürchte, dass der noch einen Tag länger braucht. Wächter. Was hat denn der Wächter Glück zu sagen? Und Gesundheit. Wie geht's? Wie geht es dir? Bin besorgt. Hab ein schlechtes Gefühl bei all dem. Inwiefern? Weiß auch nicht. Bauchgefühl. Als ob ich was Schlechtes gegessen hätte und scheißen müsste. Oder habe ich vielleicht wirklich was Schlechtes gegessen? Mach's gut. Ja. Meine Frage. Ich habe diese Woche das erste Mal dieses Jahr Wassermelone gegessen. Nee, Quatsch. Ich habe jetzt aber in letzter Zeit. Ich mach's so anders. Ich habe in letzter Zeit das erste Mal dieses Jahr Wassermelone gegessen. Ist denn bei euch auch schon Wassermelonenzeit angebrochen? Esst ihr gerne Wassermelone? Wenn ja, nein, warum? Und, habt ihr dieses Jahr schon Wassermelone gegessen? So, wir gucken einmal, wir lassen das Pferd mal hier, lassen wir es fertig stehen und laufen so runter. Ne, wir reiten mit Pferd, wir sind bequem.
Weil es ja ein bisschen die Agilität steigert. Ab 15. Mai geht das klar. Warum hast du da so ein festes Datum, Koji? Davor ist das Gotteslästerung. Ja. Ist das so, Koji? Ist das so? So, wer steht denn jetzt hier mit seinem Gaul? Das Pferd ist neu. Das stand hier vorher nicht, oder? Wer ist denn jetzt hier angekommen? Aber, wenn ich das richtig sehe, ist jetzt gerade keiner bei der Schmiede hier. Das finde ich interessant. So, wir gucken mal rein, komm. Lass uns mal ein bisschen sneaky sneaky machen und dann hier versuchen mal die Truhen zu looten hier. Ja, da ist natürlich nur die Fackel drin, okay, da ist natürlich kein Bruchstück drin, das andere wird wahrscheinlich dann hier sein. Aber sehr schwer können wir wahrscheinlich gar nicht, ne? Ne, das Schloss ist zu kompliziert. Da reicht unser Skill nicht aus und da ist garantiert das Bruchstück drin. Ja gut, vorher muss man auch wirklich sagen, schmeckt die wahrscheinlich auch wirklich nicht. Sitzt hier irgendwo der Schmied? Nee, ne? Den gibt's einfach nicht mehr, ne? Der Schmied ist einfach weg. Gab's eigentlich innerhalb der Mauern von Thalberg, bevor das alles passiert ist, einen Schmied? Wäre das so eine Quest gewesen mit dem Bruchstücken, dass wir innerhalb der Mauern hier hätten irgendwas machen müssen? Aber da gab's, glaube ich, keine. Natürlich auch schade gewesen. Wir müssen das deswegen versauen. Was essen können wir mal, wenn die schon alle im Essen sind? Ja, doof. Also das mit den Bruchstücken, weiß ich nicht. Da müssen wir... Also für die Bruchstücke muss man wahrscheinlich wirklich ein bisschen böser spielen. Taschendiebstahl machen, Diebstahl klauen und das vor allem auch echt hoch geskillt haben. Weil ich denke nicht, dass wir dem Typen da in Rattay, wenn wir jetzt mal ein, zwei Taschendiebstähle machen, dass wir das immer eben auch annehmen können. Das wird sicher ein bisschen schwieriger sein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den nochmal fragen können in dem Lager. Zwecks der Tränke. Wir sollten ja mal bei den Kräuterhändlern abklappern wegen Tränken und wir haben jetzt zwei von den 60 Hahnenschreitränken. Ich befürchte aber, dass das den guten Herrn hier nicht zufriedenstellen wird. Und Godwin ist da. Guck mal. Der gute Godwin. Hallo, ist Heinrich. Auch da. Grüß dich. Ja, mal wieder ansprechen. Achso, mit dem Schwert übersehen, das wissen wir doch schon. Was ist denn mit Hans hier? Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ja, warum bin ich hier? Was hältst du von Meister Kieser? Ich bot ihm bereits eine Bleibe an, wenn das hier vorüber ist. Seine Ideen sind unglaublich. Alleine dieser Tribok. Interessant. Kann's kaum erwarten. Scheint, als wärst du selbst gerne der Konstrukteur. Wer weiß? Vielleicht ergibt es sich ja. Alles Gute. Oh, Hans hat mal eine Passion gefunden. Das ist natürlich stark. Ach, guck mal, hier sind die ganzen... Ach, guck mal, warte, bis der Tribok fertig ist. Aufgabe abgeschlossen. Na, wunderbar. Dann machen wir es gleich mal an. Dann gucken wir uns gleich mal den Tribok an. So, den können wir handeln. Auf bald. Üben, brauchen wir nicht. Was ist denn hier mit unseren Herren von Thalberg und so weiter? Die sind nicht da. Sogar Frauen hier im Lager, ne? Ne, auch spannend. Da ist er doch, der Dövisch. Mit dem wollte ich nochmal sprechen. Hubert schläft hier auch.
Gucken, was der Divish noch zu sagen hat hier mit seiner Burg. Guckt hier sehnsüchtig nach Thalenberg. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich habe für einen Pfarrer gesorgt, ich habe einen Knochensäger hergestellt. Das können wir alles mal sagen, ne? Das ist doch gut. Ich habe für einen Pfarrer gesorgt. Er versprach, sich um die Leute zu kümmern. Hab Dank, Heinrich. Er wird Ihnen gewiss Trost spenden. 375 Groschen dafür, krass. Ich habe einen Knochensäger für die Verwundeten herbeordert. Hab Dank. Die meisten von ihnen verloren ihr Zuhause und ihr Leben ist alles, was ihnen noch bleibt. Knochensäger ist aber auch ein ganz, ganz übler Begriff, oder? Was denkst du über Meister Kieser, Herr Divish? Ich? Als würde es nicht reichen, riesige Felsbrocken auf meine Burg zu schleudern, will er auch noch Fässer mit Schwarzpulver. Ich verstehe. Aber er muss etwas unternehmen. Diese Felsen könnten meine Frau treffen. Und wenn die sie nicht erschlagen, könnte sie das Schwarzpulver zusammen mit Herrn Ratzig verbrennen. Ja, das ist klar. Ich weiß. Verzeih. Ich weiß, wie du dich fühlst. Mir geht es ähnlich. Wenn wir fertig sind, in welchem Zustand mag meine Burg wohl sein? Was soll ich tun, wenn das Schlimmste passiert? Ach, genug davon. Sprechen wir lieber ein Gebet. Auf bald. Na, dann beten wir doch mal, hä? So, wie sieht's aus? Sind wir denn fit genug? Wir haben Energie, wir sind einigermaßen satt. Wir sind an sich auch, ich schätze mal, in der richtigen Stimmung. Wir können uns ja mal den Tribok angucken und mal schauen, was dann so passiert. Wir werden die Bruchstücke jetzt nicht kriegen. Nebenquests sind wir soweit einigermaßen durch, beziehungsweise wir haben natürlich nicht alles gemacht, aber wir ergeben uns mal der Hauptstory und gucken uns mal an, wie der Tribok erstmal aussieht. Wenn er fertig ist, wollen wir ihn ja vor allem erstmal... Zaun? Wollen wir ihn vor allem erstmal sehen. Ach. Ja, also was ich auf jeden Fall vermissen werde in dem Spiel, sind Büsche. Büsche ist so mit absolut das, was ich am meisten vermissen werde in dem Spiel. Die unüberwindbaren Büsche. Der sieht gut aus. Guck mal, wie hoch das Ding ist. Eieiei, da hängt auch schon was dran. Okay. Das sieht spannend aus. Na, dann gucken wir mal. Ach, das sieht ja schon stark aus, das Ding, ne? Heidewitzka. Okay, mit wem müssen wir denn sprechen hier? Wir müssen einfach ranlaufen. Okay. Stauferer! Ja, sehr gut. Entschuldigung, guten Abend. Schön, dass du einschaltest. Es läuft sehr gut. Du schaltest praktisch gerade richtig ein. Guck. Lasst mal sehen, wie dick diese Mauern wirklich sind. Es wäre so... Entschuldigung, aber es wäre super witzig, wenn das Ding nicht funktionieren würde, ne? Oh, das sieht gut aus. Ja. Ja, es funktioniert. Ach, das war nur der erste Schuss. Der Tribok muss noch eingestellt werden, das ist alles. Keine Sorge, es läuft alles perfekt. Die Reichweite wird sofort korrigiert. Geil! Wirklich so einen kleinen Felsbrocken einfach mal reingeschmissen und ja, funktioniert. Sehr gut. Ich wollte gerade noch sagen. Oh nein, was kommt jetzt? Weg da. Aus dem Weg, verdammt, ich muss zu Herrn Divish. Oh Gott. Oh Gott. Herr, Sie kommen. Es bleibt keine Zeit mehr. Bringt ihm Wasser. Atme. Das wird schon wieder. Sauerstoffzelt. Wer kommt? Eine Armee ist auf dem Weg. Und sie trägt die Farben Hafelmedex von Waldeck. Sie sind schon sehr nah. Hafelmedex? Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen. Dieser miese Bastard. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Ach, Freunde.
Immer diese Schlachten. Immer dieses Blutvergießen. Können wir nicht mal eine Runde würfeln? Wir können uns auch am Würfeltisch entscheiden. Meine Herren, Toss Verstärkung wird uns hier sehr bald angreifen. Das Schwein. Wie viele Männer? Wissen wir nicht. Aber gewiss viele und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein. So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann... Sind wir erledigt, wie Toss es die ganze Zeit geplant hatte. Verschlagene Schlange. Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus. Ganzen? Aber dieses Mal nicht. Meter für Meter. Was hast du vor? Robert, was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr, wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen. Stark, wie aus Eimern. Hier stellen wir uns auf. Ich und Ratzigs Männer. Ihr wartet, bis sie uns angreifen. Und fallt ihn dann in den Rücken. Hier und hier. Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Thalmberg irgendetwas merkt. Oh Gott, das funktioniert doch schon wieder nicht. Das könnte funktionieren. Gut. Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen. Mir genügen noch wenige Männer. Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Wir werden durchhalten. Ich gebe meinen Männern die Befehle. Wir werden bereit sein. Also Heinrich sieht nicht so überzeugt aus und ich bin eher so Heinrichs Meinung. Aber... Meine Rolle in der Schlacht, Herr? Ach, doch. Ich wollte mich den Skarlitzern anschließen. Ich brauche dich für mehr als das. Oha. Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten, sind wir erledigt. Du, ich, Hanusch und Ratzig. Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt, Ratzig gefangen ist und ich verwundet bin, führt Hauptmann Robert die Truppen an. Wer wäre besser geeignet? Keine Frage, Robert ist ein guter Kommandant. Aber viele der Männer stammen aus Galitz. Hm. Wir brauchen jemanden, der sie kennt und von ihnen respektiert wird. Natürlich. Ja. Dich, Heinrich. Aber das ist... Oh, pff. Ich will in die Vorhut, ich bin kein Held. Also wir sind auf jeden Fall keine Memme. Komm. Ich will in die Vorhut. Hör mir gut zu, Heinrich. Die Friedhöfe sind voll mit Helden, die sich kopflos ins Getümmel stürzen. Und wenn dich gleich der erste Kumane erledigt, ist das schlecht für die Moral. Außerdem würde Ratzig mich zum Frühstück verspeisen. Du und eine Gruppe Skarlitzer werden sich im Wald auf der anderen Straßenseite versteckt halten. Aber Herr, ich sollte eher... Schweig! Unterschätze nicht die Aufgabe, mit der ich dich betraue. Die Männer sind nervös und du musst sie, falls nötig, zurückhalten. Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken, dass er nicht reagieren kann. Machen wir. Gerät die Formation ins Wanken. Brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und oh Gott. Die Männer im Zaum hält. Hm. Verstanden, Herr. Das wollte ich hören. Wenn du bereit bist, schließ dich den Skarlitzern an. Die versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Hatay. Ja, es sieht ja, das ist ja leicht, was wir jetzt machen müssen, ne? Die Belagerung saufend und würfelnd verbringen würdet, irrt ihr euch gewaltig. Tafel Medic kommt uns mit seiner Bande Ziegenficker entgegen. Und wenn es eines gibt, auf das wir in Thalmberg stolz sind, dann darauf, die Ehre unserer Ziegen zu verteidigen. Ich finde den Typen einfach genial. Sehr schön. Und jetzt zur Sache. Kühne Ansprache. So, was sagt denn hier unser Guter zu seinem Tribok-Missgeschick hier, mein Freund? Geht es dir gut? Gut? Ach komm, aber er sagt jetzt auch mal das Gleiche, ne? Ja, ist ja gut. Der kann ja mal was zu seinem tollen Tribok sagen. Was sagt denn hier Meister Felfer dazu hier, zu dem Prachtexemplar? Der guckt sich das ein bisschen an und denkt sich wahrscheinlich auch, super. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Ja, gut. Der sagt auch nichts mehr zu seinem Missgeschick. Okay, also, Questlog, Schlacht. Wir müssen mal wieder richtig kämpfen. K
Kalter Stahl, hitzige Gemüter. Beginnt hier zum Schlachtfeld, sobald du bereit bist. Dahin sollen wir hingehen. Ach, stimmt. Er hat ja diese Biegung gesagt. Da sollte die Schlacht stattfinden. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Boah, das geht so schief, ne? Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Freunde. Wie sieht's denn aus? Ist nur unsere Rüstung, Ausrüstung, alles gut soweit? Ja, das sieht alles gut aus. Die Waffe ist geschärft. Auch das sieht gut aus. Genau, save the goats. Staufahrer sagt es richtig. Wir müssen unsere Ziegen retten. Ja, wir reisen natürlich aber mit Peppels, ne? Wir haben Peppels jetzt aufgepimpt. Wenn wir schon eine Truppe anführen wollen, dann natürlich aber auch mit dem rechtmäßigen Stand. Guck mal, Robert rennt da runter mit seinen Leuten. Da sind auch noch irgendwelche Pferde. Ist ja wirklich spannend hier. Na gut. Wir werden uns mal unseren Truppen anschließen hier im Wald. Ach, guck mal, da reitet der Herr Stiffisch. Entschuldigung, lassen Sie mich kurz durch. Ich muss hier an einem Strauch festhängen. Ja. So, sag doch mal, Koji, mach mal eine Abstimmung. Werden wir die Schlacht im ersten Versuch erfolgreich bestreiten? Wie hoch sind unsere Verluste? Wird die Taktik aufgehen? Ich brauche hier mal eine Abstimmung. Ich brauche hier mal ein bisschen, Mut im Chat für die Aufgabe jetzt hier. Oha, eiskalt erwischt. Koji liegt schon mit mexikanischem Essen im Bauch, gemütlich auf der Couch. Alles gut, Koji. Alles gut.